Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video Landwirtschaftssimulator 2017. Ich spiele die aktuelle amerikanische Karte und wollte euch heute kurz erklären, was hat es mit dieser Frucht Ölrettich auf sich. Ich will sie euch kurz zeigen, was die Besonderheit ist. Wie ihr seht, regnet es heute. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt bei Regen irgendwas machen kann. Ich weiß, dass man bei Regen zum Beispiel nicht ernten darf. Verweigert einem das Spiel. Das ist der Ölrettich, so sieht er aus. Hier auf der Übersichtskarte, wir sind hier auf Feld 14, wo es blinkt. Und da wird der Ölrettich grün im Wachstum angezeigt. Ölrettich ist keine klassische Frucht, sondern Ölrettich dient dazu, dass ihr nicht sehen braucht. Der Ölrettich wird untergegrubbert und dient somit als natürliches Düngemittel. Und deswegen wird euch im Spiel, egal wie lange ihr den Ölrettich schon ausgesät habt, immer nur im Wachstum angezeigt. Der wird nie erntereif. Das heißt, sobald er im Wachstum ist, könnt ihr ihn auch schon wieder untergrubbern. Gut, wir fangen mal an. Wir klappen den Grubber auf. Erstmal auf das richtige Gerät. Grubber aufklappen. Grubber senken. Wunderbar. So, dann kann es eigentlich schon losgehen. So, also die Sorge war umsonst. Bei Regen oder Hagel kann man gruppern. Das heißt, man kann auch pflügen. Nur die Ernte ist nicht möglich. Der Grubber hat ordentlich Gewicht, wenn der sich in die Erde eingräbt. Also hier braucht ihr wirklich einen Traktor, der Power hat. Das macht keinen Sinn, so einen Grubber sich zu holen, wenn ihr keine Power habt. So. Ich versuche jetzt quasi wegen dem Wendekreis jede zweite Bahn zu machen. Ich hoffe, dass das so klappt. Weil mit diesem Grubber rückwärts fahren, ja, ist eine Herausforderung und ist unheimlich kleinteilig. Und das ist jetzt einfach mal ein Versuch, von der Zeit her ressourcenschonender zu arbeiten. Ölrettich braucht somit, glaube ich, auch da nicht gedüngt werden. Das ist jetzt alles nach gutem Augenmaß, versuche ich das hier zu machen. Es gibt sicherlich Leute, die haben hier eine bessere Idee. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Machen wir mal Licht an, haben wir schlechte Sicht. Was ich jetzt bei Regen nicht gemerkt habe, ist, dass sich irgendwie der Traktor anders fahren lässt. Also sprich die Reifen durchdrehen, er sich festfährt, im Matsch hängen bleibt oder gar im Kurvenverhalten sich was ändert. Also hier hat Giants, glaube ich, nicht viel an der Fahrphysik Einfluss genommen. Ich weiß, dass es beim LS15 gab es dazu Mods, die sowas gemacht haben.
Das fand ich eigentlich ganz nett. Aber wir sind ja noch am Anfang der Entwicklung vom LS17. Von daher kann ja da noch das eine oder andere in das Spiel über Mods aufgenommen werden. Bezüglich Mods habe ich heute gesehen, es gibt eine ganze Menge an Updates, die da gemacht worden sind. Also hier wird was entwickelt, hier läuft was. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass bei der PS4 einfach weniger Mods zur Verfügung gestellt werden als auf der PC-Version. Das war schon immer so der Fall. Aber ich bin echt überrascht, wie gut das hier alles läuft. Macht Spaß. So, ich bin auch mal gespannt, wie lang der Regen tatsächlich hier im Spiel sein wird. Oh, ich habe eine Trophäe erhalten. Vorbereitung ist alles. Sprich, dadurch, dass ich halt hier das Feld besonders gut pflege, ja, vorbereite, werde ich ausgezeichnet. Schön, freut mich. Natürlich kann ich mir nichts dafür kaufen, das ist mir schon klar. Mir wäre lieber, ich hätte eine Bonuszahlung bekommen. Ja. Irgendwie ein Landwirtschaftsministerium mir ein Fördergeld gezahlt hätte. Oder vielleicht sogar die EU. Ja, vergessen, eine Gruppe hochzumachen und schon merkt man, dass der Traktor nicht rumkommt. Ja, schon ein interessantes Muster. Also in der Realität habe ich sowas noch nicht gesehen, aber vielleicht schaut ja der ein oder andere Landwirt zu und sagt sich gar nicht mal so schlecht die Idee. Oder andersrum, er sagt, Gott, was macht der da für einen Scheiß, ja. Scheint ja zufällig fast genau auszugehen. Wäre natürlich ein Traum, ich jetzt auf der Rückfahrt quasi am Feldende eine Bahngruppe und dann kann ich schön die stehen gebliebenen Bahnen zu Ende gruppern. Ja, hier sieht es ein bisschen breit aus, okay. Das wird nicht so klappen. Guten Versuch war es erstmal wert. Hier sieht man richtig, wie schwer sich der Traktor tut, hier diese leichte Steigung zu nehmen. Ja. Und er hat eigentlich schon 200 PS hier, der Bruder. Aber dafür habe ich eine komfortable Arbeitsbreite. Ich glaube, der Gruber hat hier 7 Meter. Das geht dann doch schon ein bisschen fixer. Oh, die falsche Taste gedrückt. Üben. Aber von der Grundidee hat es fast funktioniert. Okay, bisschen breit. Ja, ich dachte ja, das ist nur Augenmaß. Glaube ich einfach nur ein bisschen schmäler das machen. Wäre der Plan ganz gut aufgegangen. So bleibt natürlich jetzt einige stehen, was nachgearbeitet werden muss.
Hier scheint es gerade gut zu klappen. Das muss ich merken fürs nächste Mal. Aber auch hier bleibt ein bisschen was stehen. Okay. So, dann gucken wir mal kurz an, wie sich das Feld verändert. Ja, es verändert sich, sieht man. Von der grünen Farbe wird es jetzt blau, ist im Wachstum. Entschuldigung, es wird angezeigt als gegruppert natürlich. Bodenbeschaffenheit muss gepflügt werden. Ja, okay. Das müssen wir noch tun. Feldfrüchte ist natürlich nichts drauf. Außer Ölrettich, was man hier noch sieht. Okay, das war ein kleines Video zum Thema Ölrettich. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Landwirtschaftssimulator. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.